Polit-Klimbim vom Sender Zitrone. Das Wort hat der Herr Bundeskanzler. Bitte sehr. Liebe Landsleute. Mal herhören, wirklich. Seit heute sind wir des Wahnsinns ganz schreckliche Beute. Wann je? Das ist das Erfreuliche heute, Leute. Wann je? Gab es ein schöneres Gedicht wohl? Als heute. Herr Kohl tat mich dazu beordern. Es wird harte Arbeit erfordern. Ein Volk ohne Fernsehen und seine Autoren hätte seine moralische Kraft längst verloren. Ein ganz großer Tag. Ja, das ahnen wir schon. In der Geschichte der deutschen Nation. Das Thema geht wirklich auch ganz leicht ins Ohr. Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Wir singen es auch, wenn's mal sein muss, im Chor. Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Gar manche, die es hören, werden blass und noch blässer. Ihnen geht's zwar nicht sehr gut. Dafür vielen besser. Am heutigen Tag bitte ich Sie alle, Herrn Schulze in Köln und Frau Müller in Halle, gehen wir ohne Zögern gemeinsam ans Werk. Dann sind wir so gut wie fast schon übern Berg. Den Deutschen der DDR kann ich sagen, liegt ihnen auch vieles ganz schwer auf dem Magen. Wenn alle mit anpacken, das gilt auch für die Schlaffen, werden sie und wir es gemeinsam schaffen. Auch du, Tante Erna, es wird Zeit, dass du es lernst. Und ich nehme diese Sorgen sehr, sehr ernst. Drum sagen wir es nochmal ganz langsam euch vor, es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Und wünscht sich manch einer vielleicht mehr Komfort? Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Hans-Jochen Vogel vernahm es schon im Korridor. Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Seit heute ist dieser Vertrag in Kraft. Mein Gedächtnis war immer schon mangelhaft. Ich bitte die Landsleute in der DDR. Bleiben Sie drüben, denn hier lohnt sich's auch nicht mehr. Die Deutschen in der Bundesrepublik rufe ich dazu auf. Ein Prost auf die Einheit, wir machen einen drauf. Sie werden es auch bald wieder in einem freien... In einem katerfreien Moment dann bereuen. Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen. Dort, wo sich's noch lohnt, auch den Wohlstand zu bringen. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen. Altenburg, Weimar, in Kunersdorf, Büringen. In denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt. Auch wenn schon seit Jahren kein Mensch mehr dort wohnt. Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Das klingt fast so schön wie ein Heldentenor. Mit diesem Gedicht sind wir tatsächlich schon in einer ungleich schwierigeren Situation. Es ist zugleich eine Investition. Das sagt auch Herr Brandt von der Opposition. Und wenn's noch so weh tut, das kommt schon mal vor. Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Das meint auch mein Arzt und der ist ein Doktor. Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Als zuvor. Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor.